Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Naturismo 6. Es ist wieder eine ganze Woche her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe und in den Kommentaren hat sich wieder viel getan. Was mir vor allem auffällt, ist, dass es anscheinend sehr viel, ja, man würde es bei anderen Bereichen vielleicht gefährliches Halbwissen nennen, dass es bei euch sehr viel gefährliches Halbwissen gibt. Da gibt es nämlich unter den Parts teilweise richtig lustige Widersprüche. Die einen sagen, also unter demselben Part schreibt einer, die Bremskraft muss nach hinten, damit das Auto nicht so viel ausbricht. Und ein anderer schreibt, mach die Bremskraft weiter nach vorne, auf die Vorderachse, sonst bricht der Wagen immer aus. Oder der eine schreibt, du musst harte Reifen nehmen für bessere Haftung. Und demselben Part schreibt darunter einer, du brauchst weiche Reifen für die bessere Haftung. Und dann, also es gibt quasi zu allen Fakten zum Feintuning, gibt es welche, die das eine schreiben, welche die das andere schreiben, was natürlich sehr klug ist, weil ich dann genau weiß, was ich machen soll. Ich habe da aber eigentlich schon so meine Leute, die sich auskennen, insofern braucht er sowas eigentlich nicht schreiben, nur ich habe es bis jetzt halt nicht viel gemacht. Mit dem Ferrari, der ist wahrscheinlich komplett falsch eingestellt, es ist aber insofern egal, als dass wir den Wagen jetzt hinter uns lassen werden. Wir haben viel mit dem gemacht, aber den möchte ich nicht mehr fahren. Ich habe mir schon einige Wagen, hatten wir ja schon gekauft, weil ich da so ein bisschen auf der Suche war nach einem richtigen Wagen. Wir haben einen KTM gekauft, der ist komplett ausgebaut, den können wir für einige Rennen sicherlich nutzen. Wir haben außerdem, wir haben ja außerdem noch einen Nissan GT-R Spec V gekauft und einen GT-R Nismo, die können wir auch noch benutzen, beide für verschiedene Rennen wahrscheinlich. Ansonsten haben wir unseren Über-Pro Lancia. Dann, ich weiß nicht, was haben wir sonst noch so an Wagen, die wir nehmen können? Ich glaube, der Rest ist nicht mehr so das, was wir noch brauchen. Aber gut, wir haben auf jeden Fall, ach stimmt, den Citroen GT haben wir auch noch. Wir haben auf jeden Fall einige Wagen, die wir jetzt nehmen können für verschiedene Rennen. Und ich werde mir jetzt auch noch, das ist eigentlich für mich relativ untypisch, weil ich das nie mache, aber das haben sich viele gewünscht und ich muss sagen, ich habe damit auch kein Problem, weil ich eh mit der Cockpit-Ansicht fahre und dann stört es mich nicht. Und zwar werden wir uns mal einen Bugatti Veyron kaufen. Ich werde mir wahrscheinlich auch demnächst noch für die ganz schnellen Rennen dann, weil das auch mir von einigen, also die auch bei mir auf dem Teamspeak sind, geraten wurde, werden wir uns wahrscheinlich noch sowas wie einen, hier so ein Audi R18 TDI bzw. ein R10 TDI kaufen. Das sind dann so richtige Rennwagen, mit denen können wir dann so Sachen wie der Wind und so machen. Gibt's auch bei Renault war das, glaube ich, da gibt's auch solche Wagen. Diese richtigen Rennschlitten. Die sind also bei McLaren zum Beispiel, man denkt ja normalerweise, McLaren hat so mit die schnellsten Autos. Nee, hier hast du nur so, na, die sind zwar ganz nett, aber sagen wir mal, wenn du die richtigen Pro, da brauchst du schon die ordentlichen Rennschlitten. Da gibt's auch bei Lamborghini nichts mehr danach. Also der beste hier ist der Diablo bzw. der Aventador und die sind relativ schwach. Ja, also da gibt's schon noch ordentliche Rennwagen. Wo war denn jetzt hier? Bin gerade blind. Renault, warte mal, ich glaube, das ist. Ist das Renault Sport oder ist das. Nee, das ist ein normales Renault. Da unten. Ich glaube, Renault war das. Nee, war nicht Renault. War es Peugeot? Dann war es Peugeot. Ja, hier, die 908er und so. Also diese richtigen Rennwagen gibt's bei Peugeot zum Beispiel und bei Audi und so weiter. Die kosten ungefähr an die 2 Millionen. Davon werden wir uns später einen holen. Wir haben jetzt 5,2 Millionen. Aber die ersten 2 Millionen stecken wir jetzt erstmal in einen Bugatti. Für mich persönlich ziemlich untypisch. Ich habe bei Need for Speed schon öfter gesagt, dass ich den Wagen eigentlich nicht so schön finde. Und dass ich, wenn ich in echt so viel Geld ausgeben würde, mir viel eher hunderte andere Wagen kaufen würde, aber nicht diesen hier. Aber jetzt im Spiel hier, würde ich sagen, holen wir uns den mal. Wobei es mich gerade ein bisschen wundert, warum gibt es hier nur den, Veyron, warum gibt es denn hier keinen Supersport und keinen Grand Vitesse? Haben die hier noch irgendwo einen anderen, den ich jetzt gerade übersehe? Manchmal gibt es halt denselben Hersteller mehrmals. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich kaufe ich dann eh das falsche Ding, aber ich glaube eigentlich dürfte es nur den einen Bugatti-Händler geben. Nur es wundert mich, dass der nur diese beiden hat, weil ich meine, normalerweise gibt es ja bei Bugatti mehrere. Da gibt es ja den Supersport und den Grand Sport Vitesse und da gibt es ja verschiedene Modelle. Aber hier gibt es nur das eine, beziehungsweise die haben gleich viele Leistungspunkte und kosten gleich viel, auch wenn der eine Baujahr 09 und der eine Baujahr 13 ist. Also wir kaufen uns den einfach mal. Der kostet halt relativ viel, das sind 2 Millionen, mit Abstand unser teuerstes Auto bisher, aber da wir noch dann immer noch 3,2 Millionen haben, können wir uns dann auch selbst, wenn der uns nicht gefällt, immer noch so ein Renault oder ein Audi kaufen. Also wir haben genug Geld und demnächst werden wahrscheinlich auch wieder neue Saisonveranstaltungen kommen, dann haben wir wieder genug. Also kaufen wir uns den einfach mal und wenn wir mit dem fahren können, fahren wir mit dem und wenn wir nicht mit dem fahren können, dann fahren wir mit dem Nissan GT-R oder mit dem Ferrari oder mit dem KTM oder wie auch immer. Aber da haben wir auf jeden Fall mal eine schöne Auswahl an ordentlichen Schlitten. So, das ist ein Frankreich, genau, Frankreich kommt der her, okay. Bugatti ist aber doch eigentlich, ich habe keine Ahnung, die gehören, glaube ich, zu irgendeinem größeren Konzern sogar in Deutschland. Das ist nicht sogar, ach, ich will mich jetzt gar nicht verspekulieren. Ich weiß aber, glaube ich, wozu es gehört. So, wenn wir den kaufen, haben wir noch 3,2 Millionen. Ja, ich meine, leistungstechnisch braucht man zu dem Auto nichts zu sagen. Das ist einer der stärksten Wagen. Von der Höchstgeschwindigkeit her gab es, glaube ich, nur den Hennessy Venom GT, der das jetzt noch gebrochen hatte. Und der, ich weiß gar nicht, ob der Königsegger Gera eher nicht auch ein bisschen besser war, aber der Hennessy Venom GT auf jeden Fall.
Nur, ich meine, das ist, eigentlich sind das nur Zahlen, weil niemand wird mit so einem Ding 400 sonst was fahren, ne? Das ist. Aber der hat, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ordentlich Leistung. Ich glaube, 1200 PS hat der ungefähr. Warte mal, was hat er hier stehen als KW? 736. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es. Es gibt einen, der hat 1001, meine ich. Und dann gibt es aber noch den. Ich weiß nicht, ob es der Supersport ist mit 1200 PS. Ist aber auch egal. Wir kaufen uns den, den es hier eben gibt. Das ist dieser hier. Jetzt muss ich mir nur gucken, welche Farbe ich will. Ist jetzt schwierig. Gibt es wieder hunderte verschiedene. Ich finde diese Farbvariante ganz cool. Weißer Kaffee, weißer Kaffee und schwarz. Die Farbenkombi gefällt mir ziemlich gut. Oder auch. Ist auch ganz schick hier. Beige Gold mit Black Blue. Oder sowas hier. In Weiß natürlich sowieso, ne? Immer gut. Oder gibt's den auch in Weiß-Schwarz? Oder hier so ein Silberblau. Ist auch cool. Ne, ich glaube, wir nehmen den entweder in. Ne, wir nehmen den. Komm, wir nehmen den in diesem Schwarz-Kaffee-Farben. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag das. Und ansonsten kaufen wir den einfach, würde ich sagen. Wir haben das Geld, ja. Und wenn es ein Fehlkauf war, macht's auch nicht. Wir haben immer noch 3,2 Millionen, die wir ohne Probleme in einen anderen guten Wagen stecken können. Aber ich finde, so einen Bugatti kann man schon mal haben. Ich denke, der wird auch vom Innenraum aus modelliert sein. Da freue ich mich dann drauf. Und wir schauen mal, ob wir den nicht irgendwo fahren können. Natürlich können wir den auch noch ein bisschen tunen. Wir müssen mal eben... Ja, ich möchte den verwenden. Wir müssen mal eben gucken. Also bei dem Ferrari hatten viele noch Tipps geschrieben. Wie gesagt, Bremskraft und die Höhe des Wagens und die Radstellung. Und da gibt es also hunderte Sachen, die empfohlen wurden. Aber da wir den jetzt nicht mehr fahren, lassen wir das erst einmal. Ansonsten soll ich noch den Sportauspuff reinbauen. Der hätte zwar weniger Leistung, würde aber besser klingen. Und ach, was ich da nicht alles für Tipps kam. Wir schauen mal bei dem. Wir schauen vorher, bevor wir da Leistung reinpacken, erstmal den International A. Zum Beispiel bei Wie der Wind. Wie viele Leistungspunkte sind da erlaubt? Der Wagen darf auf jeden Fall daran teilnehmen, das ist schon mal gut. 750 sind erlaubt, wir haben 639. Das heißt, wir können da noch ordentlich mehr reinbauen. Seht ihr, die anderen fahren zum Beispiel mit dem Zonda R von Pagani und mit dem Peugeot, den ich auch eben gesagt hatte, den man dafür kaufen kann. Man kann wahrscheinlich aber auch den Bugatti nehmen. Jetzt müssen wir schauen, wenn wir den noch ein bisschen hochhauen mit der Leistung. Wir gucken mal, wie viel da noch reingeht. Tuningteile, so, Leistung. Erstmal bei der Leistung gucken. Ein Sportcomputer zum Beispiel, der bringt die Leistung noch mal ein bisschen hoch. Motor brauchen wir nichts, geht nicht. Ich baue einfach mal rein, ne? Komm, dann baue ich jetzt mal. Also der Rennauspuff zum Beispiel, der bringt 12 Leistungspunkte und der Sportauspuff bringt nur 5. Aber irgendwer hat gesagt, der klingt besser. Wir probieren das aus. Vielleicht klingt der ja ganz nett. Turbo geht nicht. Lachgas lassen wir weg. Mache ich nicht. Karosserie. Leichtbau. Stufe 3. Bringt uns auch nochmal was. Fenstergewichtsreduzierung, ja, immer her damit. Dann wird der Wagen ein bisschen leichter. Der wiegt sowieso viel zu viel, finde ich. Der Bugatti. Antrieb. Voll anpassbar. Lassen wir erstmal lieber. 3 Scheiben. Kupplungssatz war, dass der Wagen. Es kommt aber, genau. Ansprechverhalten des Motors und Beschleunigung verbessern. Jetzt kommt aber zu Drehzahl und Geschwindigkeitsverlust. Dann Steigungen. Naja, nee. Wir brauchen viel Höchstgeschwindigkeit vor allem bei dem Widerwind, glaube ich. Drehmoment verändern. Okay, nee, das brauche ich nicht, weil ich das eh nicht kann. Aufhängung. Ebene Rennstrecken. Ja, das ist okay, weil das wird wahrscheinlich auf einer ebenen Rennstrecke sein. Okay, ich muss mal schauen jetzt. Also, Reifen. Jetzt weiß ich nicht, was da erlaubt ist. Der hat wahrscheinlich sowieso Rennreifen drauf, ne? Warte mal. Aufgrund ihrer weichen Zusammensetzung halten sie nicht sehr lange, bieten aber in dieser Zeit eine großartige Bodenhaftung. Weniger geeignet für längere Distanzen. Egal, wir kaufen die mal. Rennreifen weich. Jetzt muss ich gucken, ob die erlaubt sind. Aber das schauen wir gleich. Karosserie hatte ich, glaube ich, alles schon gemacht, ne? Wie ist das bei Anpassungsteilen? Gibt es da noch irgendwas, was dran muss? Ein Spoiler oder irgendwas Cooles?
Geht wahrscheinlich nicht viel hier. Flacher Unterboden, nee, hier geht gar nichts, ne? Okay, schade. Und Felgenräder. Die Räder dieses Fahrzeugs können nicht gewechselt werden. Ja, also in echt hat der ja ganz individuell, die werden extra nur für diesen Wagen gebaut. Extra für den Bugatti Veyron werden eigene Reifen angefertigt. Ich glaube, ein Reifen kostet irgendwie $25.000 und eine Felge auch. Das heißt, pro Reifen 50.000, also mit den Felgen zusammen sind wir bei 200.000 allein mit den Reifen und den Felgen. Das ist schon eine ordentliche Summe. Also wenn man die neu kaufen will. Ja, man könnte natürlich bei den Tuniger, ich weiß nicht, aber die Höchstgeschwindigkeit könnten wir schon noch hochstellen. Achso, irgendwie hatte noch geschrieben, ich soll versuchen, die KI-Aggressivität, also die Aggressivität von den KI-Gegnern hochzustellen, aber ich wüsste jetzt nicht. Temperament der KI-Fahrzeuge, Aggressivität der KI-Autos. Aha, okay, die ist bei uns auf 0, auf zurückhaltend. Nach 30 Parts komme ich da mal drauf. Ich habe sowas nie, habe mich da nie drum gekümmert, aber irgendwer hatte geschrieben, ich soll die hochstellen, damit die sich auch mal gegenseitig überholen und ein bisschen aggressiver fahren. Dann machen wir die mal auf 5, auf die Hälfte. Ich hoffe, ich mache die jetzt nicht zu krass. Okay, dann haben wir das auch. Das hatte sich nämlich auch irgendwer gewünscht, das wollte ich noch machen. Und ansonsten, weiß ich nicht, sollen wir bei dem Wagen die Höchstgeschwindigkeit vielleicht noch ein bisschen hochstellen? Leistung ist ja bei Maximum. Achso, dafür muss ich ein komplett anpassbares Ding kaufen, glaube ich. Warte mal, dann machen wir das eben. Und die hat jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 440. Das ist ja schon ordentlich. Machen wir es noch ein bisschen hoch, weil ich glaube, dass wir da vor allem Höchstgeschwindigkeit brauchen werden bei dem, wie der Wind. Aber ich bin es noch nicht gefahren. So, wir probieren es jetzt einfach. Also wie gesagt, ach so, hatte ich das gesagt am Anfang des Parts? Weiß ich gar nicht. Die blamieren sich bei Gran Turismo inzwischen. Wir haben heute, glaube ich, den 11. Januar. Und das ist immer noch nicht verfügbar, obwohl das steht am 1. Januar. Also das ist ein bisschen peinlich, muss man sagen. Saisonveranstaltungen gibt es auch keine neue, habe ich schon geschaut. Insofern gehen wir jetzt endlich in die, wie der Wind, wir probieren das jetzt einfach mal mit dem Bugatti und gucken, ob das klappt. Die Reifen sind erlaubt, rennen hart oder weniger. Und ich bin gespannt. Es kann sein, dass wir damit ablosen, aber vielleicht reicht der Wagen auch. Wir versuchen es einfach mal. Die Reifen wurden entsprechend den Anforderungen dieser Veranstaltung gewechselt. Vorderreifen sporthart und Hinterreifen sporthart. Warum das denn? Darf ich mir die nicht aussuchen? Ich hatte extra Rennreifen drauf gemacht. Okay. Wir gucken mal. Vielleicht reicht der Wagen, vielleicht reicht er nicht. Wird sich jetzt zeigen. Auf jeden Fall habe ich ein paar Wünsche von euch wieder wahr gemacht. Ich kann nicht immer alle wahr machen. Ich habe aber einen Bugatti gekauft, das hattet ihr euch gewünscht. Ich habe einen die KI-Aggressivität ein bisschen hochgestellt, das hattet ihr euch gewünscht. Und die fahren unter anderem einen Audi A8, einen, was fahren die noch? Bugatti Veyron fahren einige von denen. Ein sauber Mercedes, habt ihr verschiedene Wagen schon entdeckt. Ist eine ganz gerade Strecke, also einfach nur so ein Oval, ne? Passiert nicht viel. Müssen wir schauen, wie wir da mit dem Wagen zurechtkommen. Fahren wir ja jetzt ja zum allerersten Mal. Ist aber auch der erste richtige Super, also den wir halt selber, wir haben bei Goodwood haben wir teilweise solche Wagen schon benutzt, so Rennen, Schlitten und so, aber als eigener Wagen ist das der erste richtig krasse Superwagen, Supersportwagen. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie der aussieht von innen. Ich saß ja noch nie in einem drinnen, echt, und bei Need for Speed gab es nie eine Cockpit-Ansicht. Ich weiß zwar ungefähr, wie der innen drin aussieht, aber so genau dann auch wieder nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. So, das ist schon mal nicht gut. Okay. Okay, ich muss mich jetzt erst wieder daran gewöhnen. Ihr wisst das, wenn eine Woche rum ist, dann brauche ich immer ein bisschen, um mich einzugewöhnen, aber... Ich muss wahrscheinlich viel weiter außen fahren. Da, wo die Ideallinie mir es auch vorschlägt. Vom Sound höre ich nicht viel, muss ich sagen. Was fährt denn der? Wir fahren schon 300. 330. 340. Okay, bei dem ist jetzt gerade so ein bisschen das Problem, der bullt sich um die Kurve. Also ich muss da mehr abbremsen als die anderen, habe ich das Gefühl. Ihr merkt das schon, ich komme immer außen gegen die Wand, weil die einfach nicht, der geht nicht um die Kurve. Aber ich will auch nicht so viel abbremsen eigentlich. Na, also, der schiebt halt, der untersteuert extrem. Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, ob wir das vielleicht ein bisschen umstellen können in den Feind-Settings. Aber vielleicht können wir das Ding auch so gewinnen. Es sind ja noch ein paar Runden.
Aber selbst wenn ich das Lenkrad komplett rumziehe, drückt er mich sowas von weiter aus in die Kurve. Ich meine, klar, wir fahren auch schnell. Aber die anderen haben da anscheinend nicht so Probleme mit ihren Wagen. Vielleicht ist der Armwerfer ein bisschen zu schwer. Aber so vom Innenraum her auf jeden Fall ein schönes Auto. Das muss man sagen. Können wir mal auf der Dachperspektive sein. War ich auch noch nicht. Man sieht das, glaube ich, auch unten links. Da wird immer der vordere rechte Reifen wird immer extrem rot in der Kurve, weil er da wahrscheinlich die drauf drückt wie sonst was. Und das müssen wir irgendwie ein bisschen umstellen. Man sieht jetzt auch im normalen Geradeausfahren. Oder ist das die Benutzung der Reifen? Also hier muss ich noch irgendwas dran machen, sonst wenn ich nicht schneller um die Kurve komme, dann habe ich da keine Chance, das zu gewinnen. Was hat der für ein hässliches Auto? Zumindest von hinten sieht es sehr komisch aus. Ja, ihr merkt das selber. Ich habe da keine Chance, wenn er so drückt. Da kann man lenken, wie man will. Ansonsten hat die Strecke ja keine Anforderungen. Man muss einfach nur Gas drücken und alle paar Meter mal nach links lenken. Aber macht natürlich keinen Spaß mit so einem Auto, was so schiebt. Ich lenke schon komplett ein, aber der drückt halt dann einfach weiter in die Kurve. Vielleicht ist es halt auch eher der nicht so geeignete Wagen dafür, ne? Weil er zu... Vielleicht ist er zu heavy oder so. Weil Höchstgeschwindigkeit hat er zwar viel, aber halt nicht so das Handling. So, jetzt nicht so, als würde er wegbrechen oder so. Der klebt super, nur untersteuert er halt extrem. Und so hast du keine Chance, da was gut zu machen. Wir sind jetzt in der letzten Runde, ich bin Sechster. Ich habe keine Chance, da irgendwen aufzuholen vorne. Ich habe überhaupt Probleme, mal den Gerade auf der Strecke zu halten. Auf der Geraden geht das natürlich, aber ansonsten null Chance, irgendwie da mal den Wagen zu kontrollieren. Weiß nicht, kann man das von vorne vielleicht gut sehen? Mal eben gucken, ein bisschen mehr Gas geben. Ne, man sieht das nicht so richtig. Ich wollte mal gucken, ob ich euch zeigen kann, wie der schiebt. Aber ich lenke komplett ein. Und wenn ich so langsam werde, wie es mir vorgeschlagen wird, dann habe ich ja keine Chance. Okay, das war auf jeden Fall eine grandiose Niederlage. Ja, jetzt müsste ich wissen, was ich in den Settings einstellen muss, damit er weniger untersteuert. Das müsste man jetzt wissen, ohne dass ich jetzt kurz pausieren muss. Bringt mir nämlich nichts, wenn ihr das schreibt, weil wenn ihr das schreibt, bin ich schon längst weiter mit den Aufnahmen. Das hilft mir nicht. Ich bräuchte es jetzt gerade während der Aufnahme. Jetzt müssen wir mal eben das Ganze verlassen und in den Settings mal gucken, ob wir da irgendwas finden, was da uns Infos geben könnte. Ich weiß nicht, ob man die Stoßdämpfer verändern muss oder die Radstellung oder die Bremskraft, obwohl beim Bremsen kann es ja nicht liegen. Es liegt ja, der drückt ja, aber wann drückt der weniger? Was muss man, eigentlich ist es das Gewicht, aber kenne mich da zu wenig aus, warte mal. Fahrzeugeinstellungen, so. Jetzt haben wir natürlich harte Sportreifen, obwohl ich weiche Wagen... Ich wollte ja eigentlich extra weiche Rennreifen haben, die durfte ich aber nicht nehmen. Dürfen wir weiche Sportreifen nehmen? Das ist eine Frage. Versuchen es mal. Ansonsten Aufhängung, warte mal. Gibt es irgendwo Tipps dazu? Die Bodenfreiheit kann man verändern, natürlich, okay. Die Bremsbalance kann man verändern, die ist es aber eher nicht. Antrieb, Leistung, Karosserie. Also eigentlich die Karosserie. Gewichtsreduzierung haben wir drin. Jetzt haben wir alles drin. Man könnte das Gewicht... Ja gut, aber wenn ich das Gewicht verteile... Wieso darf ich das denn hier nicht machen? Geht das bei dem Wagen nicht, oder was? Ich kann mehr Gewicht dazu tun, okay.
bestimmt, wie weit entfernt von der Front oder dem Heck ihres Autos Ballast platziert wird. Sie wird dazu verwendet, um die Lastverteilung einzustellen. Ein negativer Wert bedeutet, dass das Gewicht mehr zur Front verlagert wird, während ein positiver Wert dafür steht, dass die Last weiter hinten platziert wird. Im Allgemeinen sollte das Gewicht gleichmäßig zwischen der Front und dem Heck ihres Autos verteilt sein. Abhängig von ihrem Antrieb und der aktuellen Strecke könnte dies allerdings nicht immer die ideale Wahl sein. Ja, dann sag mir doch, was ideal ist. Normalerweise würde ich sagen, vom Gefühl her muss mehr Gewicht nach hinten. Aber ob das richtig ist, keine Ahnung. Vor allem steht da ja jetzt auch nicht. Da steht ja nur. Ja, was bringt mir das? Da ist jetzt ein Frontheck. Front ist links oder was? Wenn ich weiter vorne haben will, muss ich nach links oder wie? Machen wir mal ein bisschen nach hinten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Bei der Leistung kann ich ja nur die PS quasi einstellen. Beim Antrieb geht es um Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Das ist auch nicht, was ich will. Bremsempfindlichkeit. Kupplung. Wir können die mal ein bisschen runterstellen, dass der eher ein bisschen schneller beschleunigt. Es muss ja dann an der Aufhängung liegen. Bei der Aufhängung muss ich das eigentlich einstellen können. Das heißt, wir kaufen mal die voll anpassbare und gucken mal, ob wir da was rausfinden. Bei der Bodenfreiheit. Stellt den Abstand des Autos zur Straße ein. Je geringer der Bodenabstand, desto tiefer liegt der Schwerpunkt des Autos und desto besser lässt es sich steuern. Das heißt, die Bodenfreiheit machen wir mal ein bisschen runter. Richtig? Und zwar hinten. Eigentlich muss er hier vorne tiefer sein als hinten, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So, die Federn. Was steht da? Ermöglicht es Ihnen, die Härte der Aufhängungsfedern einzustellen. Je härter sie eingestellt sind, desto weniger wird das Auto sich neigen und schlingern und umso direkter bewegt es sich. Der allgemeine Ansatz lautet, je höher die Haftung der montierten Reifen, desto besser bzw. härter sollten die Federn eingestellt sein. Um das Fahrverhalten zu beeinflussen, können jedoch spezifische Anpassungen vorgenommen werden. Stellt man zum Beispiel die vorderen Federn weicher ein als die hinteren, wird ein Übersteuern begünstigt. Stellt man die Front hingegen härter als das Heck ein, wird dies zu einem stärkeren Unterschein. Aha! Das klingt doch schon mal gut. Immerhin gibt es so ein bisschen Tipps. Das heißt, ich will ja die vorderen Reifen weicher. Die vorderen Federn weicher als die hinteren einstellen. Nein, andersrum. Die Front will ich härter einstellen als das Heck. So. Das heißt, härter ist weiter nach rechts, richtig? Oder wie? Oder was? Oder wo? Machen wir die mal auf den Wert, die jetzt der. Obwohl, wir haben ja. Ja, komm, wir machen das mal auf 10. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich da gerade. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Wir probieren das aus. Das wird sich ja zeigen. Wir werden es ja merken. Und die machen wir mal auf 8. Das ist jetzt nämlich hinten. Und hinten soll ja weniger hart sein als vorne, damit es untersteuert statt übersteuert, ne? Was ist bei den Stoßdämpfern? Ermöglicht es ihnen die Härte der. Blablabla, die Dehnung. Unnötige Chassisbewegungen auf ein Minimum zu reduzieren. Bei der Stauung des Fahrzeugs zu hart eingestellt, verursacht das eingeschränkte und steife Fahrbewegung. Holprigen und ruckhaften Fahrverhalten, bla bla bla. Okay. Was machen die Stoßdämpfer? Ausdehnung. Was machen die Stabilisatoren? Das sind so viel Info, das bringt mir nichts. Ich kann da als Anleihe nicht viel mit anfangen. Ah, warte mal. Durch eine Vorspureinstellung der Hinterräder wird die Stabilität sowohl bei der, aber auch das Untersteuern verstärkt. Das heißt ja, wir machen lieber mal ein bisschen in Richtung Nachspur. Richtig, richtig. Und bei der Front, durch eine Vorspureinstellung der Vorderräder wird jedoch das Untersteuern verstärkt. Das heißt, ich mache die beide ein bisschen auf Nachspur statt auf Vorspur. Das ist die Schlussfolgerung daraus. Ich habe jetzt Kleinigkeiten geändert. Ne? Und wir schauen jetzt mal, ob sich das irgendwie auswirkt. Wir probieren es einfach aus. Das ist, denke ich mal, die einzige Methode. Also wenn man, wie ich, keine Ahnung davon hat, kann die einzige Methode nur sein, etwas auszuprobieren, was logisch klingt. Und wenn man merkt, es war gut, dann ist es gut. Und wenn man merkt, es war nicht gut, dann muss man halt nochmal ein bisschen rumprobieren. Das kann man natürlich dann auch außerhalb der Aufnahme machen. Ich probiere das jetzt nochmal und gucke, ob sich irgendwas geändert hat. Ich habe auf jeden Fall Sachen gefunden, wo da steht, dass ich das Untersteuern verhindern kann. Ich habe aus meiner Laiensicht festgestellt, dass der Wagen untersteuert. Ob das richtig festgestellt ist, weiß ich nicht. Aber wenn er in der Kurve weiter nach außen drückt
obwohl er das eigentlich nicht sollte, dann ist das meiner Meinung nach das Untersteuern. Das heißt, ich will das beheben, das heißt, ich lese, wenn da steht, Untersteuern wird gefördert durch das und das, dann mache ich natürlich genau das Gegenteil. Das ist jetzt so meine Laien-Rangehensweise bei sowas. Wenn man da keine Ahnung von hat, dann kann man das ja nicht anders machen. Außer man fragt jemanden, das kann ich aber jetzt im Let's Play nicht machen. Deswegen, wie gesagt, nochmal, es bringt mir nichts, wenn ihr es jetzt schreibt. Dann habe ich es schon längst rausgefunden, während dieser Part hier online ist. Das hilft mir jetzt während der Aufnahme auch nicht mehr. Aber wir versuchen es jetzt so nochmal, gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann werde ich nach diesem Part mich nochmal ganz in Ruhe damit auseinandersetzen und dann wissen wir es beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich halt noch ein bisschen mehr bremsen und versuchen, noch weiter innen zu fahren. Und ich muss sagen, das Cockpit bei dem ist sehr unübersichtlich, deswegen werde ich jetzt mal in der Dachperspektive weiterfahren. Ich fand das gar nicht so schlecht eben. So, jetzt bin ich gespannt. Auf jeden Fall haben wir jetzt weniger Höchstgeschwindigkeit. Ja, die bremsen auch ein bisschen ab. Ich kann ja auch mal ein bisschen abbremsen. Und er sollte jetzt halt ein bisschen besser beschleunigen. Ich habe nämlich die Höchstgeschwindigkeit ein bisschen eingeschränkt, weil wir hier eh keine 400 plus fahren werden. Das finde ich auch wieder so gemein. Die Ideallinie ist innen und die fahren alle außen. Warum denn? Dann macht doch nicht die Ideallinie nach innen. Natürlich ist innen in der Kurve immer schneller, aber wenn die alle außen fahren, das wird ja schon einen Grund haben. Also er untersteuert immer noch. Ich glaube, da können wir noch mehr einstellen. Aber es scheint, ich weiß nicht, ob es jetzt nur Gefühlssache ist, aber es scheint fast, dass es ein bisschen besser ist. Ein bisschen. Das heißt, wenn ich die Einstellung, die ich gemacht habe, noch härter mache, noch mehr, einfach von dem, was ich gemacht habe, also noch krasser einstelle, dann müsste es vielleicht was bringen. Aber es ist immer noch bei den Kurven das Problem mit dem krassen Untersteuern, also... Das kann es noch nicht sein. Das kann es noch nicht ganz sein. Guck mal, die bremsen kaum und ziehen komplett nach innen. Wie machen die das denn? Also mein Wagen kann das nicht. Nee, das ist immer noch nicht die Lösung. Er drückt immer noch ohne Ende, wie ein Boot. Du kannst lenken, wie du willst. Der fährt weiter, wo er lang will. Und wenn ich zu sehr bremse, dann bringt es mir auch nichts. Ich kann jetzt ja so viel bremsen, bis das blau wird. So, dann bin ich aber mega langsam und dann überholen die mich ohne Probleme. Ihr seht das ja. Also das Ideallinie fahren bringt auch nichts. Dann bin ich noch langsamer. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich muss mich auf jeden Fall nochmal in Ruhe damit beschäftigen. Tut mir jetzt natürlich leid für euch, dass dieser Part dann da in die Richtung vergeigt war. Aber das kann ich halt auch nicht ändern. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Es ist halt leider immer noch... Also was ist leider? Ich finde es ja gut. Es ist halt eine Rennsimulation. Das heißt, so Sachen wie Sturz und Spur und Abtrieb und den ganzen Kack, da muss man halt so ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Ich studiere Jura und nicht irgendwie Maschinenbau oder Mechatroniker oder Kfz-Mechaniker oder sonst was. Insofern muss ich das auch nicht können. Ja, ich mag es einfach halt, einen Simulator zu spielen, hab da Spaß dran, aber diese ganzen Feineinstellungen, damit kenne ich mich halt nicht aus. Und dann habe ich halt jetzt hier bei solchen Sachen Probleme. Muss mich dann halt dementsprechend nochmal informieren. Ich werde nachher nochmal jemanden fragen. Ich kenne da so ein paar Leute, die kennen sich aus mit dem ganzen Scheiß. Was ich machen kann, damit der Bugatti hier nicht so untersteuert. Und hoffe dann, dass ich es beim nächsten Mal besser weiß. Oder wir fahren beim nächsten Mal erstmal was anderes, weil ich jetzt vielleicht die nicht erreiche gleich und ich will aber weiter aufnehmen. Das heißt, wir fahren dann vielleicht erstmal die normalen Rennen weiter und machen dann dieses Wie-der-Wind-Ding hier. Wenn ich mich dahingehend informiert habe. Weil ihr seht, das macht so keinen Sinn. Der drückt und schiebt und da habe ich null Chance, irgendwie um die Kurve zu kommen. Und dann macht dieses Rennen hier keinen Sinn. Nee, also so ist das nicht schön. Ich würde sagen, das kann ich eigentlich abbrechen jetzt. Und dann kann ich nur sagen, aber also wir haben den Bugatti schon, ja, der soll auch bleiben, damit sollen wir auch noch fahren. Aber dann wissen wir Bescheid. Beim nächsten Mal müssen wir uns da noch mal ein bisschen drum kümmern. Wie kriegen wir das Scheiß untersteuern von dem Wagen weg? Bis dahin aber euch erstmal einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle. Bye, bye. Ja.